Na, ah, da geht's schon los. Da geht's schon los. Das ist ein Dicker. Ich nenne die einfach Dicker. Ich nenne die Dicker. Jo und ein herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Batman Arkham Knight. Ich bin der Crow und ich sage, was geht? So, letzte Folge haben wir uns ja hier mit dem Schlägertrupp hier, wie man sehen kann, beschäftigt, weil Harley Quinn, die ist in unser Versteck eingebrochen und hat alles manipuliert, die Spracherkennung funktioniert nicht mehr und wir haben jetzt erstmal alles abgeschottet. Also wer die letzte Folge gesehen hat, der wird ja wissen, was passiert ist. Und jetzt müssen wir die ganzen Infizierten zurückholen. Hier ist noch so ein, naja, hier, wie heißt er denn? Henry Adams. Henry, was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich mal sehen, glaube, was passiert ist. Etwas hat mich am Hinterkopf getroffen. Ach, naja, der hat ihn auf den Hinterkopf gekriegt und war besinnungslos oder ohnmächtig. Jetzt müssen wir natürlich die Infizierten holen. Glaubst du, Harley erkennt mich in deiner starren Totenmaske von Gesicht? Ja, mal sehen, was uns erwartet, ey. Mimik beherrschst du doch, weiß ich nicht. Ich kann die schwer einschätzen, Henry, die Infizierten. Verriegeln Sie diese Tür und lassen Sie nur Robin oder mich durch. Ich kann die schwer einschätzen, weil ich ja nicht weiß, was die genau gemacht haben oder was die mal waren. Was können wir hier machen? Das ist bloß so ein Schalter. Naja, holen wir erstmal uns den. Mal sehen. Typenmäßig ist hier irgendwas. Also hier kommen wir ja nicht rein. Hä? Oh, nicht schlecht. Ah, hier lang. Sind wir doch erstmal hier lang? Da ist ja alles verwirrend. Haben wir eine Karte? Haben wir überhaupt sowas? Eine Karte? Warte mal, ich muss mal gucken. Ah, doch, eine Karte haben wir. Ach, da ist der erste Infizierte. Ja, da ging es ja nicht durch. Hier sieht man ja, dass es nicht durchgeht. Okay, müssen wir hier lang, den Korridor lang. Stage A. Ah, da gehen wir zuerst hin. Kommen wir anscheinend nicht hin, oder wie? Ja, mal gucken, ob wir mit dem Battering irgendwas machen können. Shuriken, wir haben eine Shuriken. Was ist das? Kugelschild. Und Schnappflash. Was ist denn das? Ja, dieses schöne Gesicht. Ach, wir sind Robin. Wie solltest du? Aber ich will doch Batman. Ich sag dir, es ist ziemlich emotional. Aber jetzt habe ich drei neue Joker. Ja, geht natürlich nicht durch. Ja, natürlich, klar. Können wir da erstmal noch nicht rennen. Müssen wir weiter gucken. Stage C, Stage A. Stage A ist offen. Also müssen wir hier hin. Ich gehe sicher nicht in die Nähe von Belle. Die ist verrückt. Sie hat Hudson angesprungen. Na, abgeschlossen. Und ausgekratzt vor allen anderen. Was nun? Was machen wir jetzt? Nichts. Ach, aufgetreten. Okay. So kann man natürlich auch machen. Und Robin legt schon gleich mit Action los hier. Double Team Action. Na, du kannst mal abholen. Du kannst liegen bleiben, mein Freund. So. Zack, Junge. Alter, der Hammer. Kopf hoch hier oben und nochmal raufgeknallt auf den Boden. Ist der Hammer. So, jetzt sind wir wieder Batman. Da ist der Typ drin. Ah, ich bin ja gespannt, ey. Ich meine, er hat sie ja eingefangen. Die müssen ja irgendwas doof haben, sonst wird keinen Sinn ergeben. Na, ah, da geht's schon los. Da geht's schon los. Das ist ein Dicker. Ich nenne die einfach Dicker. Ich nenne die Dicker. Aber Batman, Robin hatte doch so ein Schild. Haben wir auch so ein Schild? Nee. Robin, warte hier, während ich hinter ihn gelange. Gemeinsam werden wir eher mit ihm fertig. Dann greife ich ein. Du wirst es wissen, wenn du es siehst. Teamausschaltung kann man jetzt machen. Ey, das ist ja der Hammer. Ja, das ist schon ein krasses Team, die Bienen. Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ich wollte deine Selbstbeherrschung testen. Hab ich bestanden? Du brauchst Übung. Na los. Du brauchst Übung. Er ist nur am Meckern, Alter. Der ist nur am Meckern. Der Batman, als wenn er... Irgendwie kommt er mir ein bisschen übertrieben vor, also ein bisschen arrogant. Und wer liegt das daran, dass der Joker bei ihm mit drin ist im Kopf, oder...
Er ist generell so, aber das ist extrem scheiße. Also vom Charakter her ist es nicht top. Ich sitze in der ersten Da kenne ich Batman eigentlich ganz anders. Wenn ihr was passiert, wird Harley euch umbringen. Ja, hat denn genau. Nun, was ist mit der los? Und wenn Batman sieht, wie ihr mich bedroht habt, macht er dich fertig? Und dich? Na, dich vielleicht nicht. Aber dich auf jeden Fall. Und? Hä? Die ist total irre, die Alte. Tja, das ist ja kein Wunder, wenn man Joker in sich drin hat. Egal. Wenn er mit euch Trotteln fertig ist, haben ich und Bats diesen Ort nur für uns. Also raus mit euch, damit er euch zeigt, wie sehr er mich will. Ja, was heißt wollen? Ich muss dich einsperren. Du bist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und ja, wieder so ein Lady Digger. Gehört. Los geht's. Mann, musste sie ihn töten? Hier unter mir klopfen, so wie die Bekloppten. Robin zur Ausschaltung rufen. Ah, wir können so was auch jetzt machen. Bleibt er jetzt da stehen? Nee, der ist ja auch nicht. Natürlich. Jetzt. Hoch jetzt. Angriff auf. Alter, das macht richtig Spaß jetzt als Team so zu agieren. Viel Spaß. Das macht richtig Fetz. Also jo. Nur weil der Flattermann euch alle zu einem sämigen Haufen Idioten muss verarbeiten wird, durch? Heißt das nicht, dass ihr nicht kämpfen sollt. Cool, der kommt hier durch. Zack. Da ist der! Da kommt der nicht davon! Da ist noch einer. Wird sich klasse auf dem Anzug machen. Dann geht er rein. Ey, da ist eine, das, guck mal, da ist eine Trophäe, die hole ich mir gleich. Ah, müssen wir bestimmt irgendwie ausschalten, theoretisch. Ah, da oben, okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir die ausschalten, die drei. Angstmultiplikator haben wir ja auch noch. Ausgeschaltet mit dem Chaco. Na nun, schalt ihn doch mal aus, ey. Das hat ja schon lange gedauert. Oh, da kommt noch einer. Ist auch so ein Haken, ja. Wo ist er denn? Zeigen aus den Augen verloren. Ach, da hinten ist er. Ey, nee, sag bloß, du bist ein Sanitäter, ne? Hast du ja richtig was. Schade, dass ich im Team Bats bin, was? Da, das Harley-Püppchen. Nein, noch so ein Digger. Steht die hier einfach so rum? Na los, helft diesen Luschen! Sind der zwei oder? Ihr habt Harley gehört. Oder ist es die aus der Halle? Findet und tötet Batman! Kein Problem. Hörst du das, Batfreak? Wir kommen dich holen! Alter, zwei Stück, das ist nicht gut. Den Mann an der Minigun können wir schneller erledigen, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir den ja ausschalten jetzt. Nein, nun dreh den mal um. Genau. So wird das was? Den können wir eigentlich so ausschalten. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Aber dass die anderen nicht schauen. Da sind sie nämlich schon. Aber der kriegt auch einen Headnut und das war's dann für ihn. Zack und weg hier. So, wem haben wir denn noch? Er gehört dir. Wir können Batman ausschalten und dann hätten wir alle erledigt. So. Nee, da ist noch jemand.
Das gefällt mir schon besser. Also, Junge, ja, den schalten wir so noch aus. Klasse Rettungsaktion, wirklich. Außer. Das waren alle. Das waren alle. Miss Bell top. Zu holen. So, jetzt wollte ich mal schnell die Trophäe noch gucken. Wo war die denn? Die war hier hinten, oder? Abgesehen davon. Perfekt. Bestung für alle, die davon gekommen sind. War doch so irgendwo. Wo war die denn? Da wirkt total blöd. Hier oben ist auch irgendwas. Können wir da irgendwas machen? Was können wir denn hier überhaupt machen? Inaktiver Elektromotor kann mittels der Stromladung aktiviert werden. Eine Stromladung haben wir doch ja nicht. Wir können nur, wir haben nur den Unterbrecher. Genau, sag ja. Wir haben nur den Unterbrecher, also haben wir das noch nicht. Um das zu aktivieren. Also können wir die Trophäen noch ja nicht holen, weil wir den Stromtyp Ding Bumster links da Bumster haben. Oh oh oh. Also können wir da noch gar nichts machen. So, dann gehen wir weiter. Jetzt holen wir uns die alte. Abgeschlossen. Na top. Batman gehört mir. Nein. Ist denn mit ihr nicht in Ordnung? Sturer kleiner Wüterich. Ab, Alter. Bist du fertig im Kopf? Alter. Ich glaube, sie hat die irgendwas hier raucht, die Alte? Zerkratzt. Die erste haben wir schon mal. Als wärst du zu langsam. So, die erste haben wir. Jetzt können wir uns um die nächsten Bienen kümmern. Oh, mal sehen, wen wir uns jetzt holen. Ich denke ja, den Typen von der Bühne oder wer das ist. Hier durchrutschen. Kann man eigentlich überhaupt durchrutschen? Das wollte ich schon. Oh, was ist hier los? Hä? Okay. Da ist das Ding drin. Ah, okay. Wenn ich hier ruf. Sag bloß, wir müssen da ein Battering durchschmeißen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Na, der war. Ah, eigentlich kann er irgendwo abprallen. Also weit kommt der da ja nicht hin, oder? Also auf alle Fälle geht er weiter als sonst. Aber das ergibt keinen Sinn. Nee. Aktiviert er das nicht mehr? Oder dadurch? Mal gucken. Wir probieren jetzt nochmal. Wir müssen ihn durch dadurch schmeißen. Oh, der war scheiße. Mal probieren. Na, ich bin jetzt etwas leise gewesen. Mich doch etwas. Ah, da ist das Ding. Weil ich mir doch etwas konzentrieren muss. Mann, das ist aber auch schwer heute. Haben wir es jetzt aufgemacht oder nicht? Nee. Hä? Doch. Ah nee, das war bloß so eine rote Leuchte. Da müssen wir hin. Da auf der grüne Ruf, denke ich mal. Oder? Ja. Ah, siehst du? Haben wir eine Trophäe haben wir eingesammelt. Ne, das ist schon die zweite, die wir eingesammelt haben. Wir haben nämlich schon mal jemanden, eine eingesammelt. Hier ist ja alles voller so mit Trophäen. Ist ja alles voll. Da ist auch eine drinne. Die müsste denn da so lang kugeln. Denn da runterkommen. Aber. Da kommen wir doch mit dem Battering niemals drin, oder? Nee. Da müssen wir bestimmt. Was ist das hier? Nein, Bomben! Boah, ich muss da natürlich genau rinknallen. Oh, wir müssen echt mal Karte gucken. Ich weiß ja nicht, wohin jetzt. So, wo sind wir? Wir sind da. Wir müssen da rüber. Also müssen wir hier hoch. Genau.
Ja, Robin bringt sie weg. Nee, der hat sie aufgenommen. Okay. Explodieren lassen, die Scheiße. Dass uns nicht noch Ärger macht. Hier war ja der Rabauke, der Dicke. Wieder Joker. Ich bringe sie zurück in die Zelle. Genau, macht das mal. Kann ich mich nicht mehr um die andere Kacke kümmern? Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen. Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt. Natürlich. Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten. Ja, aber noch bin ich nicht fertig. Na, einige müssen wir noch. Zwei Stück, glaube ich. Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein, Bats. Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsuse. Nur am Jammern. Ohne Jason Todd, genau, das ist doch, das war doch, glaube ich, sein Sohn, oder? Ich weiß es nicht mehr, ey. Sieh an, es ist Batman. Oh, was mal gucken, wie wir da rinkommen. Armer kleiner Batman, das ganz ist das allein. Du willst das beenden? Dann komm zu mir. Vergiss diesen Freak. Ah, da ist ein Haken drin. Aber wir haben ja auch noch nicht den Haken. Wir haben schon den Greifhaken, aber wir haben nicht den Haken, wo wir was ziehen können. Wie kommen wir jetzt da rein? Das würde ich gerne mal wissen, wie man da jetzt rumkommt. Und hier kommst du dann eigentlich rüber. Zwei Fäuste voll. Und dann kümmere ich mich um dich, Charisma. Ich mach dich so fertig, dass du in Zukunft aus dem Hinterkopf fallst. Ach ja, harter Macker. Erstens musst du mich finden und zweitens... Sei mir ganz ehrlich, alter Sack, hast du deine besten Tage schon hinter dir. Was glaubst du, wie können wir da rinkommen? Pass auf, was du sagst. Was auch immer. Du hast die Wahl, Bats. Wenn du unsere Benzin mehr gewinnst. Ich setze auf mich. Ah, ich weiß was. Vor allem mit dem Stimmenidentifikator. Ich kann den Stimmen-Synthesizer nicht benutzen, wenn Harleys Männer zusehen. Harleys Männer dürfen nicht sehen, wie ich gebe. Oder wir müssen hier... Ah, wir können in so ein Gitter gehen. Oh, Mensch, Junge. Batman kann in so ein Gitter. Ah, jetzt braucht man den Stimmen-Identifikator. Jetzt müssen wir... Ach, jetzt... Ich wollte das Stimmding nehmen. Jetzt müssen wir nämlich die, wenn du nur einen manipulieren anscheinend. Könntest, die Tür für dich zu öffnen. Er soll den Schalter hier aufmachen. Das raff ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf. Okay, aber das kommt mir schnell. Genau, mach das Tor auf für mich. Ich kann ihm keine falschen Befehle geben. Er trägt kein Headset. Den Dicken können wir nicht ausschalten, ne? Mit so einem Multi-Angst-Abschalter. Aber das nützt. So, quatsch ich mich schon wieder. Ist auch real, weil. So schwer ist der Typ ja nicht. Jetzt mach den nächsten Gitter auf. Hier ist er irgendwas faul. Hier ist er irgendwas faul, Leute. Das sieht mir doch schon wieder. Ist hier jemand? Jason tut. Das ist doch nicht der echte, oder? Jason, ich danke. Naja, der hat ihn doch getötet. Joker hat ihn doch abgeknallt. In so einem Comic war das, glaube ich. Batman? Bist du das? Batman wird dich nicht retten, Jason. Das wird er. Es sind nun 6 Monate, Jason. Stell dich endlich den Tatsachen. Leck mich! Tolle Einstellung! Du bist aus dem alten Bettholz geschnitzt. Wird dir aber nichts nützen. Jetzt sehen wir, wo was damals passiert ist. Töte mich doch einfach. Was? Nein, 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 nein. Ich töte dich nicht. Zumindest noch nicht. Du bist jetzt mein Helfer. Stell dir vor, du und ich da draußen stiften Unruhe, schikanieren die Schwachen. Ein wahres, dynamisches der Joker, Duo. Der quatscht so ein Müll, ganz ja. Wie Bats und sein neuer Bursche. Der quatscht so ein Müll, das der Typ. Das wird er nicht tun. Meinst du? Dann ist das hier nicht Batman? Komisch. Die spitzen Ohren verraten ihn sonst immer. Nein. Ich wollte dir das Foto nicht zeigen. Wirklich nicht. Aber, tja, nur so konntest du mit der Sache abschließen. Natürlich tut es weh.
Aber manchmal muss man grausam sein, um Gutes zu tun. Was will er jetzt, Mann? Alter, nein. Mit einem Brecheisen, hat der eine Macke oder was? Alter, fuck. Hier ist es bestimmt passiert. Alles okay? Jason, ja. Berufname Jason, Verbrecherbekämpfer, verstorben. Gotham City, blau, schwarz, 1,83, 91 Kilo. Batman, 357. Jason war der Sohn eines Kleinkriminellen und einer Drogenabhängigen und wuchs in den Slums von Gotham City auf. Als sein Vater ins Gefängnis wanderte und seine Mutter starb, sah sich Jason gezwungen, Autoteile zu stehlen, um zu überleben. So entdeckte Batman Jason in einer Gasse bei dem Versuch, die Räder des Batmobil zu stehlen. Ist der dämlich. Batman nahm den Jungen mit und trainierte ihn, um Dick Grayson als Robin zu ersetzen. Auch wenn Jason Dicks Enthusiasmus und akrobatische Fähigkeiten nicht teilte, hatte das Leben auf der Straße ihm zäh und entschlossen gemacht. Frustriert darüber, dass Batman den Joker trotz all seiner grausamen Taten nicht töten wollte, zog Jason aus, um es selbst zu tun, nur um dabei von Clownfürst gefasst, gefoltert und getötet zu werden. Ein Vorfall, der in Batman tiefe Schuldgefühle hinterließ. Der nächste, wo Batman schuld ist. Na top, ey. Wird ja immer besser. Ich bin okay. Weiter mit dem nächsten. Er hat so viele Leute schon im Stich gelassen. Ist man eigentlich gar nicht gewohnt von Batman. Und hier müssen wir wieder einen Cut machen, Leute. Das ist die Folge schon wieder vorbei. So viel Action wie in der Folge war. Wir sehen uns in der nächsten und seid dabei, ne? Verpasst es nicht. Ciao.